Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Go Evoli. Ich bin gerade nur aus der Arena rausgelaufen und da hat mich plötzlich Misty angesprochen und sie möchte mir gerne den Weg zur Dicta-Höhle zeigen. Deswegen habe ich mir gedacht, schmeiße ich mal ganz schnell die Aufnahme an und würde mal sagen, wir folgen ihr tatsächlich einfach mal. Ja, den Eingang, den habe ich schon mal gesehen. Da werden wir. Das ist die Dicta-Höhle. Sie heißt so, weil sie von Dicta begraben wurde. So, ich mache mich auf den Weg. Ich hoffe, du begegnest hier vielen, vielen tollen Pokémon. Machen wir heute mal eine Fangfolge, hä? Genau, also okay. Also, ich wollte eigentlich vielleicht was anderes machen, aber let's try. Ich bin schwer beeindruckt. Dicta sollen diesen langen Tunnel begraben haben. Hallo? Gibt's hier Sachen, die versteckt sind? Oh, lol. Ja. Das Dicta erscheint, das sieht ja irgendwie echt lustig aus. Wir versuchen es erstmal, Level 16, mit normalen Pokébällen. Fabelhaft. Dankeschön. Ich habe natürlich geübt. Und er bleibt tatsächlich drin. Klasse. Danke. Ein neues Pokémon. Jetzt wird erstmal wieder gelevelt. Kadabra 21. Das ist top. Vulpix 19. Danke. Ein neues Pokémon. Dicta. Boden. Bevorzugt dunkle Orte. Es hält sich meist unter der Erdoberfläche auf, kommt aber auch auf den Höhlen zum Vorschein. Du hast Dicta in deiner Pokémon-Box gelagert. Top. Ich würde sagen, ich sammle erstmal ein paar. Und dann überlege ich wirklich, ob ich mal eins in mein Team mit aufnehme oder nicht. Aber ich behaupte tatsächlich mal, wenn die schon extra so heißt, wird es ja andere Pokémon geben? Oder kann man hier nur Dicta fangen? Das ist die andere Frage. Klasse! Dicta wurde gefangen. Ich habe gerade echt große. Okay, Level 14. Ja, du Nian. Knuffenser! Stachelspore. Oh, das gucke ich mir mal kurz an. Was ist Stachelspore? Verstreut lähmende Puder, das hier eventuell paralysiert. Also es macht keinen effektiven Schaden. Wachstum macht wenigstens Angriff und Spezial. Also im Endeffekt. Neben Rankenhieb kann momentan mein Knuffenser eigentlich gar nichts. Oh mein Gott. Also ich finde tatsächlich Angriff und Spezialangriff tatsächlich interessanter wie lähmendes Puder. Nee, also ich mach tatsächlich doch nicht. Also nee, irgendwie. Ich dachte, das hat jetzt vielleicht krasse Werte oder so. Aber ich denke, das sind so ganz individuelle Entscheidungen, die man hier so treffen muss. Ja, hier gibt es nur Dicktas. Hä? Ich gehe einfach mal ein bisschen weiter. Vielleicht sehe ich ja nochmal so ein Special Dickta. Hallo. Riesig. Let's try! Nein, ich hab. Oh, gut. Das hat keiner. Das hat keiner gesehen. Was greift es denn auch einfach an? Was wehrt es sich denn dagegen, dass ich es fangen will, einsperren und für meine Nutzer ausnutzen. Für meine Bedürfnisse ausnutzen möchte? Ja, Erfahrungspunkte. Okay, das lässt sich auf jeden Fall gut leveln.
Nehme ich. Kann ich gegebenenfalls auch nochmal ein paar Pokémon versenden. Und dann kriege ich ja auch ein paar Bonbons, wo ich ja immer noch nicht so wirklich weiß, wie ich die anwende. Aber... Juhu. Dick der Höhle. Gibt es hier noch was anderes? Es gibt doch in keinem Biom wirklich nur die ganze Zeit ein Pokémon, oder? Noch mehr Dickdas. Vielleicht gibt es ja coolere Dickdas, wenn ich weiter reinlaufe. Nein, ich will jetzt noch eins weiter. Hallo! Ich habe gehört, dass es irgendwo einen noch viel dunkleren Tunnel als den hier geben soll. Oh! Ah, ich bin jetzt schon wieder aus der Dickdas-Höhle raus. Und jetzt... komme ich ganz am Anfang raus? Hä? Ich will mir ganz kurz das mal auf der Karte anschauen. Lul! Also für euer Verständnis. Wir haben hier gestartet. Hier war Orania City. Genau, hier ist die Route 11. Und jetzt sind wir unterirdisch bis hier vorne hin wieder gelaufen. Bis zu dem Wald. Okay. Hallo, Assistent. Erinnerst du dich noch an mich? Ich bin's, Professor Eichs Lieblingsassistent. Ja, ich glaube, der hat keine Lieblingsassistenten. Gut, dass ich dich treffe. Ich will dir was zeigen, aber hier ist ein bisschen zu hell dafür. Am besten, wir gehen dafür kurz ins Haus. Ich warte drin auf dich. Ja, also ich muss ja jetzt mal so ganz ehrlich sagen, ist schon ein bisschen creepy dafür. Oh lol, da kann ich ja dann auch mal durch. Aber ich gehe jetzt erst dem Typen hinterher. Es ist ja schon ein bisschen creepy, dass ich jetzt mit in sein Haus kommen soll. Also, I mean, why? Da bist du ja, dann zeige ich dir am besten gleich, wovon die Rede ist. Es ist mir nämlich endlich gelungen, die geheime Technik Lichtflut zu meistern. Augenblick, ich dunkle mal den Raum ab. Das sollte dunkel genug sein. Ja, ich sehe nicht mehr ganz so viel. Konzentration. Ich werde eins mit meiner Umgebung. Einmal tief durchatmen. Und jetzt flute ich den Raum vor meinem inneren Auge mit Licht. Jetzt ist wieder hell, obwohl das Licht immer noch aus ist. Du fragst dich nun wahrscheinlich, wie das möglich ist. Es funktioniert so. Durch meine Konzentration kann ich die Umgebung spüren und vor meinem geistigen Auge sehen. Die schiere Intensität meiner Konzentration überträgt diese innere Erleuchtung auf jeden in der Nähe, also auch auf dich. Bubbly! Ja, mein Evoli möchte die geheime Technik bitte lernen. Der hat ein gewisses Talent dafür. Es hat die geheime Technik Spaltschön auch schon ohne weiteres erlernt? Ich bin sprachlos. Professor Eich hatte zwar erwähnt, dass dein Evoli kein gewöhnliches Pokémon sei, aber das übersteigt meine kühnsten Träume. Einfach faszinierend. Ich werde mein Bestes tun, um ihm die geheime Technik vorbeizubringen. Dafür muss ich zuerst den Raum wieder dunkel werden lassen. Einen Augenblick. Glück genommen. So, es kann losgehen, Evoli. Jetzt heißt es Konzentration. Werde eins mit deiner Umgebung. Einmal tief durchatmen. Und jetzt, let's go! Ja! Evo kann irgendwas. Ich hoffe, ihr macht fleißig Gebrauch von meiner geheimen Technik. Und vergesst nicht, geheime Techniken sind keine Attacken. Jo, lul. Danke. Wofür auch immer ich das brauche, weil bisher hatte ich tatsächlich noch nie eine komplett dunkle, ja, Situation. Hey Nadja, hast du dir auch die geheime Technik von Professor Eichs Assistenten beibringen lassen? Wieso ist der immer vor uns da? Entschuldigung. Dein Partner zeigt also wie gewohnt allen, wo der Hammer hängt. Echt cool. Ach, weißt du was? Ich glaube, ich kenne einen Ort, wo ich die Technik ausprobieren, wo wir die Technik ausprobieren können. Wie wär's? Soll ich dich hinbringen? Also eigentlich wollte ich ja jetzt da durch den Busch. Ja, komm, let's go. Mann.
Jetzt sind wir wieder in der Suria City. Oh Mann. Lauf immer weiter, bis du den sogenannten Felstunnel erreichst. Da drin ist stockdunkel, sag ich dir. Im Inneren des Felstunnels hilft dir die geheime Technik. Aha, okay. Also das heißt, wir mussten jetzt erst die Technik erlernen, um dort weiterlaufen zu können. Naja, wir müssen auf jeden Fall da, wo ich gerade eigentlich durch den Strauch wollte, noch herlaufen. Aber da will ich jetzt nicht wieder hinlaufen. Ich würde mal sagen, wir machen uns die Route hier mal frei. Und... Oh! Dann... würde ich nämlich tatsächlich sagen... einsetzen. Ich gucke mir nochmal ganz kurz an, wo ich jetzt bin. Genau, ich bin jetzt da oben. Und vorhin waren wir da unten. Und wahrscheinlich, wenn ich das frei gemacht hätte, hätte ich dann hier... Nee, das ist die dicke Höhle. Aber wo kann ich denn herlaufen? Hm. Okay, auf jeden Fall, hier kommt noch der Felstunnel. Und dann bin ich in einer neuen Stadt. Wir können ja nochmal einen Kampf zusammen machen. Und dann würde ich aber tatsächlich sagen, war es das eigentlich schon für diese Folge, ja? Die kommt nämlich schon rüber und spricht mich von der Seite an. Leichte Beute. Nein, ich bin keine leichte Beute. Tut mir leid. Picknickerin Amelie fordert dich heraus. Willst du mich verarschen? Deine? Junge, ich habe jetzt keine Lust, Pokémon zu wechseln. Evoli? Was ist überhaupt effektiv gegen Evoli? Evoli ist doch normal, oder nicht? Evoli, du blub, saugst den jetzt einfach mal weg. Ist das nicht cute? Wie er mal sein Schwänzchen so hin und her. Oh, das ist eklig. Dann wirst du weggeknistert. Wurde besiegt. Ja, ich merke auf jeden Fall, mein Evoli ist auf jeden Fall... Ja, logischerweise Evoli gegen Evoli, aber... Mein Evoli ist nicht mehr ganz so effektiv gegen alles Mögliche und es ist nicht mehr... Naja. Keine Ahnung. Pokémon wechseln. Duflo. Ich weiß nicht, was Duflo ist, ehrlicherweise. Kadabra, du kannst ja auch nochmal was machen. Ich brauche dich doch mal für irgendwas, oder nicht? Auch wenn das jetzt ein großer Fehler war. I don't know. Ich will einfach mal mit dem spielen. Weil der in letzter Zeit nicht wirklich dran kam. Was ist das? Ist das eine Pflanze? Macht Kadabra überhaupt Schaden? Oh. Ja, doch. Okay. Oh, Säure. Wow. Ich weiß jetzt ehrlich ja gar nicht, was ist Psykraft. Es gibt wahrscheinlich Teleport, Nachtnebel. I will try. Okay. Kadabra, das hast du super gemacht. Danke. Du bist aber stark. Du gewinnst 420 Geld. 2 Superbälle. Yes. Thanks, bruh. Plupp. Ja, ansonsten, hier kann man ja nur weiter noch Pokémon fangen. Ich würde mal behaupten, also ich bin jetzt nicht so der Fan davon, jetzt jeden Kampf davon aufzunehmen. Ich behaupte einfach mal, ich würde hier so ein bisschen mal durchlaufen, mache das dann offscreen und dann sehen wir uns bei der nächsten Folge, wahrscheinlich bei der nächsten Stadt oder bei dieser Höhle da. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuschauen und tschüss!